So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine kleine Ramses Kitchen Folge, denn wir haben wieder mal was ganz Besonderes vorbereitet. Wir haben ja die ganze Zeit die Samyang Nudeln getestet, die Samyang Buldak Ramen Nudeln, die ganzen Packungen, die es da gibt, die ganzen Sorten. Mir ist aufgefallen, es gibt auch eine Sorte, die ich noch gar nicht kenne, und zwar das sind die Samyang Ice Type, also Eis. Das ist so eine blaue Verpackung mit so einem coolen Hähnchen drauf, die man kalt essen kann oder kalt essen soll. Die fand ich ganz besonders, die habe ich aber nirgendwo gefunden zum Bestellen, deswegen haben wir dann weitergemacht mit den Samyang Reisküchlein, wir haben weitergemacht mit den Samyang Soßen hier. Die schwarze und die rote Soße haben wir getestet auf Hotdogs, dann im Schupfnudeltopf, dann im Eierspätzle-Topf. Und jetzt war ich einkaufen und neben den Schupfnudeln und Eierspätzle habe ich was gefunden, und zwar von Henglein Pfannenknotschi oder Pfannenknotschi. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe es schon immer falsch gesagt. Ich werde es auch weiterhin falsch sagen. Ich habe erst gedacht, okay, ach nee, warte, ich habe nur noch eine Soße. Ach komm, ist egal. Machst du weg hier. Isst du einfach, musst du nicht filmen. Aber ich habe nicht die billigen genommen von Ja, sondern ich habe die heftigen genommen von Henglein, weil die reduziert waren. So dass bessere Qualität, aber gleicher Preis am Ende rauskommt. Die mache ich mir jetzt gerade in der Pfanne warm, möchte mir wieder einen Teller zurecht machen, und diesmal möchte ich kombinieren die schwarze Samyang-Soße, die rote Samyang-Soße und zusätzlich die Sriracha von Flying Goose, Flying Goose Sriracha Blackout, die drei Soßen kombiniert am Pfannengnocchi, Pfannengnochi-Topf, wie auch immer. Ich warte nämlich immer noch darauf, dass die Three Spicy Nudeln geliefert werden, und deswegen müssen wir uns die Zeit damit vertreiben. Euch packe ich jetzt hier in die Tüte und dann sehen wir uns gleich in der Pfanne zurück. So, da seht ihr schon die Pfannenknochi, wie auch immer. Die muss man halt mal hier rumschleudern. Ich habe nämlich kein irgendwie was zum Rummachen, also machen wir einfach so. So machen es ja die Profis auch. Die tun die ganze Zeit hier rumschrubbeln, bis es dann vielleicht ein bisschen anders drin liegt. Das brat man noch ein bisschen an, damit es nicht so aussieht wie die Würste vom Käse, die so komplett weiß waren, die Bratwürste. Das muss auf jeden Fall knuspriger aussehen. Der Adi macht zu lange die Spüle sauber. Hä? Adi? Das ist ein Knotschi, guck dir das an. Der hat... Ja, die hat ein Knotschi geklaut. Egal, wenn das fertig ist, machen wir die Soße drauf und gucken dann mal, wie das schmeckt. Und die Kombination mit den verschiedenen Soßen wird bestimmt wieder lecker. Wir haben hier auch mittlerweile die Erdnuss-Saté-Soße von der Bierschanke. Aber ich glaube, das wäre Verschwendung. Die müssen wir so genießen mit reinem, puren Erdnussgeschmack. So, die Knotschi, die sehen ja eigentlich ganz gut aus, ja. Das sind zwar immer noch so ein paar, guck, hier, pass auf, das sind immer noch so ein paar Kästos mit drin, aber das stört nicht weiter. Ich habe nämlich keinen Bock, keine Zeit, ich mache es wie Kästo, einfach raushauen und dann ist gut. Wir werden das jetzt also hier versuchen, in diese Box zu gießen, und wenn ihr wisst, was das für eine Box ist, schreibt es mir in die Kommentare, ich werde es gleich auflösen. Jetzt hauen wir die erstmal alle da rein. Ungefähr so. So, das sieht doch gut aus. Der kommt hier rüber. Obwohl, den brauche ich gleich noch. Also machen wir diesen. Machen das hier aus. Nehmen euch jetzt mit. Die guten Pfannen. Gnocchi. Knochi. Gnocchi. Ach, Mann. Adi. Adi, Schatz. Alles Gute. So, jetzt habe ich ganz kurz das Honigbier getestet, das seht ihr aber in einer anderen Folge, damit das ein klein bisschen abkühlt, weil das halt knüppelheiß war, und habt ihr erkannt, was das für eine Schachtel ist? Das ist die Schachtel, die die Bierschanker geschickt hat, als sie da die
irgendwelche Sachen reingetan hat. Da waren, glaube ich, die Chili-Kekse drin in einem Tütchen, extra verpackt, hin und her. Die habe ich mitgenommen, habe sie beim Hannes dabei gehabt, habe die da getestet und alles. Habe das immer schön hier in der Brotbüchse verpackt gehabt. Das ist jetzt hier alles schön fettig und ölig. Das sind die Gnocchi. Wir wollen jetzt meinen Gnocchi probieren, so ohne irgendwas. Schmeckt wie Klosteig und aber irgendwie auch einfach wie Schupfnudeln. So, hab das ja wie gesagt mit Schupfnudeln getestet, die Soßen mit Eierspätzle, jetzt mit diesem Pfannen-Gnocchi. Und hier steht auch drauf: Die Hennlein-Pfannen-Gnocchi werden aus frischen ganzen Kartoffeln schonend hergestellt. Sie sind größer als Kartoffel-Gnocchi und speziell für die schnelle und krosse Zubereitung in der Pfanne gedacht. Also es gibt normale Gnocchi, die aus normalen Kartoffeln bestehen. Und die bestehen auch aus Kartoffeln, aber heißen Pfannen-Gnocchi, weil die größer sind als normale Gnocchi. Und halt eben speziell für die Pfanne. So. Jetzt nehmen wir uns erstmal hier unsere schwarze Samyang Bulldog Soße. Wir werden uns hier ein bisschen Samyang Soße über die Gnocchi machen. Ungefähr so. Dann nehmen wir, weil wir brauchen die Soße ja noch, die rote, die Extremely Spicy Samyang Soße. Wir werden uns nochmal ein bisschen was über die Gnocchi machen. Und dann nehmen wir unsere Sriracha Blackout von Flying Goose Chili Soße, werden uns nochmal ein bisschen über die Gnocchi machen. Ungefähr so. Das ist übrigens gerade im Februar aufgenommen, dieses Video, wo Thomas gesagt hat, ich darf einen Monat lang nichts Scharfes essen. Aber ich habe gesagt, okay, wenn du einen Monat lang nicht Zelda streamst, nee, wenn du einen Monat lang kein Arceus streamst, dann mache ich das. Aber er streamt ja jeden Tag Arceus. Das heißt, er zwingt mich förmlich dazu, das jetzt zu essen. Wir machen das jetzt ein bisschen rum, dass das schön alles sosiert ist, wie ich immer sage. Ich glaube, die Schachtel kann ich danach wegschmeißen. Und ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen den Eierspätzle und den Schupfnudeln, fand ich sogar die Kombination von den Schupfnudeln mit der Samyang-Soße richtig genial. Hat mir irgendwie besser gefallen, gesamt. Weil die Eierspätzle, die konntest du irgendwie schlechter essen. Die waren nicht so frampfig, aber gerade zu dieser scharfen Soße ist es toll, wenn du wirklich ein richtig frampfiges Gericht hast. So wie es eben auch diese Reisküchlein gibt von Samyang. Wir haben das jetzt hier ein bisschen rumgemacht. Sieht jetzt aus wie Currywurstsalat. Jetzt beißen wir hier mal rein. Wir nehmen mal hier eins raus. Gucken mal, wie es jetzt mit Soße schmeckt. Ja, das habe ich mir gedacht. Du weißt jetzt gar nicht, wo die Schärfe herkommt. Es hat auf jeden Fall diesen typischen, leicht säuerlichen, essigartigen. Betörenden Samyang-Geschmack. Aber nicht nur, weil diese Sriracha Blackout Chili Soße wieder einen komplett eigenen Geschmack hat. Vereinen sich jetzt zu einer idealen Chili-Soße. Ich werde jetzt ja auch mal einen Löffel nehmen und werde das jetzt einfach mal kurz hier aufessen, dass man auch die Soße, die sich jetzt am Boden gebildet hat, mit dabei hat. Würde ich gerne Isbo fragen. Isbo, möchtest du mal einen Löffel probieren?
mal seine Meinung dazu, wie das schmeckt. Weil im Endeffekt ist es jetzt gar nicht so ein großer Unterschied und wahrscheinlich fast egal, ob du diese Sangyang Reiskügelchen kaufst oder Gnocchi machst oder Eierspätzle machst oder Schupfnudeln machst. Du hast eh nur so eine Konsistenz, wo du drauf rumbeißt und präsent ist der Geschmack der Soßen. Aber ich könnte mir echt vorstellen, das öfters zu essen, also immer wenn ich so eine Soße habe oder den Rest von der Soße, der jetzt hier noch da ist, mir ab und zu wirklich mal einfach so eine Schupfnudeltüte warm zu machen. Aber wenn das schon wieder total auf der Zunge beißt. Der Adi wühlt im Süßigkeitenfach rum. Jetzt hat er kurz geguckt, was das ist. Aber er geht weiter, was auch besser so ist. Seht euch das an, wir haben keinen Schluck aufbekommen, nichts bis jetzt. Das heißt, wir sind gut im Training. Und das ist genau auch das, was ich immer meine, wenn die Leute immer so Samyang-Nudeln probieren oder irgendwas und die nehmen nur kurz eine Gabel und sagen, ja, ist scharf, aber ach, das geht schon. Ihr müsst wirklich eine ganze Portion essen. Theoretisch mit jeder Gabel wird es schlimmer. Mit jedem Löffel. Es breitet sich dann richtig aus. Und das ist der letzte Löffel jetzt von mir. Und ich finde diesen Geschmack einfach so unglaublich brutal, aber so unglaublich lecker auch. Und es ist gleichzeitig auch einfach mega scharf. Oh ja, wenn das vielleicht jetzt nicht so ansieht, oder? Sieht man mir das an, dass das scharf ist? Nicht wirklich, ja. Ich stecke das ja gut weg. Ich ziehe da keine Miene. Ansonsten war es das jetzt, glaube ich. Von meiner Seite aus. Wie gesagt, kannst du alles drei essen, egal ob Gnocchi, Eierspätzle oder Schupfnudeln. Habt ihr schon mal Samyang-Soße probiert mit irgendwelchem anderen Zeug dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Zu was könnte man die Soße noch essen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.